Hey ho und herzlich willkommen bei Rangespielt. Ja, das ist eine kleine Serie hier auf diesem Kanal, wo wir einfach mal ein paar Spiele antesten. Die sehe ich aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt für ein längeres Let's Play eignen, aber auf jeden Fall es definitiv wert sind, mal reinzuschauen. Und heute spielen wir Equilinox oder besser gesagt fast schon ein Ökologie-Simulator. Ja, was machen wir denn nicht überhaupt Schönes? Ihr seht jetzt hier gerade schon ein paar Wolken rumfliegen und kann ja die Kamera ein bisschen drehen. Wir haben jetzt so eine ziemlich polygon-organisierte Landschaft und hier ist ja noch gar nichts. Ne? Hier ist einfach nur ein großes, leeres Stück Matrix. Auf jeden Fall kein Patch, wo irgendwie Lebewesen drin vorkommen können, denn hier gibt es ja auch noch gar nichts. Es gibt ja einen Tag-Nacht-Zyklus und ja, das, was unser Ziel ist hier in dem Spiel, ist es eben, diese Welt zu beleben. So. Und ich hoffe, man kann das alles relativ gut erkennen. Es ist nicht ein bisschen klein. Und zwar können wir hier oben sehen, wie viele Punkte wir momentan haben. 2500 DP. Wir generieren 0 DP momentan. Und jetzt können wir hier so Sachen kaufen. Zum Beispiel dieses Questhaft. Das ist alles Englisch. Ich weiß jetzt auch nicht von allen unbedingt die Übersetzung. Also ist halt irgendwie so ein Gras, wahrscheinlich ein Süßgras. Da können wir jetzt Tiere kaufen später. Die sind jetzt alle noch gelockt, also eben noch nicht freigeschaltet. Und genau, wir haben jetzt hier so eine kleine Task. Das ist tatsächlich alles ein bisschen klein. Aber wenn euch das Spiel interessiert, ne, wie gesagt, also ich habe es noch nicht gesagt, aber in jedem Video findet ihr den Link zum Spiel in der Videobeschreibung. So, wir sollen ein neues Ökosystem beginnen. Und ja, das beginnt mit einem simplen Gras. Und das machen wir jetzt einfach mal. Geld haben wir ja, oder 100 DP. Und das ist auch tatsächlich richtig und sinnvoll, dass es jetzt mit einem, gut, muss jetzt nicht unbedingt Gras sein, ist aber wahrscheinlich, was wir jetzt hier im Prinzip machen, ist nämlich eine Sukzession. Und in der Ökologie unterscheidet man zum einen die primäre und sekundäre Sukzession. Und das hier wäre jetzt die Primärsukzession, denn hier ist noch gar nichts. Hier gibt es kein Leben und nichts. Ein völlig unangetastetes Örtchen, wo wir jetzt einfach mal hier ein Gräslein reinpflanzen. So. Und wie es typisch ist für Sukzession generell, bei Primärsukzession sowieso, wie gesagt, Pionierarten. Pionierarten sind halt einfach Arten, die sozusagen dieses ganze Gebiet erstmal für alle folgenden Arten lebenswert machen. Und natürlich bieten sich dafür autotrophe Organismen, wie Pflanzen es eben sind, an. Die müssen erstmal hier ein bisschen Kohlenstoff in den Kohlenstoffkreislauf bekommen. So, und jetzt wachsen die Sachen hier fröhlich vor sich hin. Ich kann das Ganze auch ein bisschen beschleunigen. Hier soll das gehen. Ach, ich muss das gedrückt halten, okay. Ja. Ich habe das schon mal gespielt, das ist aber sehr lang her. Inzwischen gibt es ja bestimmt auch ein paar neue Sachen, könnte ich mir vorstellen. Und deshalb wollte ich das einfach mal mit euch herausfinden. So, wir haben jetzt ein bisschen den Tag hier beschleunigt. Natürlich würden Pflanzen nicht in Wahrheit so schnell hier wachsen. Zumindest die meisten nicht. Das sieht doch jetzt schon wesentlich attraktiver aus. Wir können auch mal ein paar mehr Patches hier erstellen. Oh, hier ist auch so ein kleines Symbol. Was steht da? Da steht eine kleine Beschreibung. The Questhaft is a small basic plant which spreads the grassland biome. This quick growing plant can survive in most areas and provides food for many small creatures. It grows best in low altitude. Steht da, glaube ich zumindest. Ich kann das nur sehr schwer lesen. So. Habe es einfach mal vorgelesen. Ich weiß natürlich jetzt hier für diese ganzen Pflanzen. Und ja, ich finde es gut, dass da immer so eine kleine Beschreibung dazu gehört. Kann es jetzt ja auch herumdrehen. Ja, dann hier ein paar generelle Infos. Kategorie Gräser, kleine Pflanzen, Graslandschaft, Grasland. dann hier ungefähr der Lebenszyklus. 4,5 Stunden halten die. Und da kann man auch hier so ein bisschen Habitat bevorzugte. Höhe ist hier unter 50 Meter Höhe, das soll passen. Und passt nicht in Wüsten, Schnee oder eben Sümpfen rein.
Ja. Weiß jetzt gerade gar nicht, was in Sümpfen so für Pflanzen vorkommen. Gräser bestimmt auch. Ich weiß nicht, so oft in einem Sumpf. Das sind auf jeden Fall Moorbirken. Glaube ich, sehr beliebt. Und Schwarz. Nee, Schwarzern. Ich weiß es gar nicht, ob Schwarzern dazugehören. Aber ist auch egal. Wir haben jetzt keinen Sumpf. So, und das Coole ist auch hier, wenn ich hier so rumfahre mit dem Cursor, da sagt er mir auch immer, ob das gut passt. Na, hier Environment 100%. Und hier oben schlecht. Sollte man nicht unbedingt dort ansiedeln. Ihr verteilt jetzt mal noch hier ein bisschen, denn wie gesagt, für die Primärsukzession. Wir wollen ja noch ein paar Sachen anpflanzen und nicht nur Gräser. Ein bisschen Lane. So, ich lasse es mal so, dass wir hier nicht vollkommen pleite gehen. So. Jetzt haben wir das fertig und kommen dafür 150 Nipi und eine neue Pflanze. So, eine Full-Grown Daisy. Oh, I feel fresh like a Daisy. So, eine einfache weiße Blume. Ja gut, Insekten haben wir jetzt noch lange nicht. Can also be eaten by various small mammals, also bei Säugetieren, Schafen und sowas zum Beispiel können wir dann hier ansiedeln relativ fix und ja, die fressen natürlich auch solche Pflänzchen hier. Sehr einfach zu pflanzen. Wächst relativ ohne großartigen Ansprüchen. So, ich beschleunige das Ganze mal, denn nachts sehen wir jetzt alles nicht ganz so schön, wobei es natürlich auch toll aussieht hier nachts. Ist halt noch eine karge Landschaft. Na? Aber das ändert sich. Denn wir spielen mal wieder einen Herrscher, einen Gott. Ähnlich wie in The Universum. Ein anderes Let's Play, was tatsächlich ein Let's Play ist und nicht nur angespielt. Auf diesem Kanal hier. So. Jetzt sehen wir auch schon, wie das so sich für die normalen Lebenszyklen so gehört. Die wachsen und sterben natürlich auch irgendwann. Das kann man jetzt hier, glaube ich, mal an dem Balken ganz gut sehen. Ihr seht, der Lebensbalken, der geht runter. Und irgendwann ist die Pflanze eben tot. Aber, oh, jetzt ist sie gerade wieder ein bisschen gewachsen. Ne? Da ist sie tot, aber die haben sie natürlich auch vermehrt in der Zeit. So, da gibt es noch ganz viel Zeug, was man hier auswählen kann. Ich glaube, hier kann man die Sachen freischalten. Weizen. Da kann man hier Mutationen anstellen. Sehr gezielte Mutation, muss man zugeben. Zum Beispiel die Größe kann man dann fast schon beliebig beändern, wenn ich mich richtig entsinne. Und ja, gut, Farbe und Essbarkeit, das kann man alles dann hier machen. Und ja, so geht das erstmal. Und jetzt, wo das ganze Zeug so einigermaßen gut wächst, würde ich sagen, wir bringen einen neuen Kandidaten mit in dieses Ökosystem rein. Ich hoffe mal, dass die interspezifische Konkurrenz nicht alles übersteigen wird. So, hier steht schon Umgebung 100%. Suitable Biome auch 100%. Das passt perfekt. So, hier das sieht auch noch gut aus. Da bringe ich die auch mal rein. Ja, hier ist schon weniger. Das hier geht noch. Ich sehe schon, die ist anscheinend angewiesen auf das Vorkommen von diesen Gräsern, weil die eben wirklich erst diese breiten Biomeigenschaften, sag ich mal, erschließen. Bringe ich hier nochmal eins rein. Wir haben immer noch keine DP pro Minute, das ist schlecht. Wir brauchen mehr DP. Ich weiß gar nicht, womit die jetzt herkriegen. Auf jeden Fall dadurch. So. 650, ja, das passt doch. Wir haben jetzt ein Oak Tree. Das hat man schon, okay. So. Jetzt würde ich sagen, wir pflanzen mal diese Eiche. Oh, oh, 100%. Da kommt sie hin. Oh, auch 100%? Okay. Nein, wir haben kein Geld mehr. Naja, gut. Dann würde ich sagen, ihr wisst, was ansteht. Wir beobachten das Ganze mal hier und sehen dem Ganzen mal wachsen zu. Ein Baum braucht natürlich länger. Ne? Der wächst nicht ganz so fix wie ein Gras, das ist klar. Der wächst immer noch innerhalb von ein paar Tagen, aber... Warte mal, was... Erstens, wo kommen diese Vogelgeräusche, dieses Vogelgezwitscher her? Das sind wahrscheinlich irgendwelche Pollen.
Wir hören Vögel. Wir haben aber noch gar keine Vögel. Naja, mir soll es recht sein. So. Und Insekten haben wir jetzt auch anscheinend schon. Obwohl wir den heute nicht haben. Aber es nimmt auf jeden Fall schon mal ein bisschen Gestalt an. So, wir haben ein Reward. Wir können jetzt Schafe anpflanzen, wollte ich schon sagen. Wir setzen mal Schafe in dieses Biom. So. Vielleicht nochmal hier kurz eine Info. Müssen wir irgendwas Besonderes wissen? Medium Herbivore natürlich, sind es Herbivoren. Ah, die leben ungefähr einen Tag, 19 Stunden. Brauchen aber 14 Stunden zum Wachsen. Aber die generieren Base DP pro Minute. Was? Ich weiß immer noch nicht, was DP, die Abkürzung, steht. Man könnte meinen, das hat vielleicht irgendwas mit DNA zu tun. Zumindest steht es auch hier noch Base. Das ist natürlich jetzt hier Englisch. Gut, ich würde sagen, ich weiß nicht, wenn ich jetzt eins davon aussetze, um es mal so zu sagen, wo passt es denn überhaupt ganz gut? Hier war nicht schlecht, aber noch einen besseren. Na, hier hat es ja auch Wasser. Ne? Ich würde sagen, hier ist doch eine ganz gute. Da haben wir jetzt aber auch tatsächlich nur eins. Oder werden das jetzt mehr? Weil das finde ich immer nicht so ein bisschen. Also, es wäre nicht logisch. Deshalb würde ich einfach mal sagen, ich mache ja noch ein zweites dahin. So. Gut. Brauchen noch ein bisschen mehr Raumerschließung. Brauchen mehr von diesen blöden Basen pro Minute. So. Und wir lassen das Ganze mal ein bisschen vor sich hin wachsen. Ihr seht schon, das ist jetzt ein Spiel, wo ich wo ich mal sagen würde, ja, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht durchsuchen oder so. Es ist einfach mal immer wieder schön hier reinzuschauen und zu entspannen. Ja? Haben wir dort ein schwarzes Schaf? Das hat auf jeden Fall schon mal eine andere Farbgebung wie das hier. Das heißt, wenn die sich verpaaren, werden die höchstwahrscheinlich, ja gut, hier wird jetzt noch nichts großartig Spannendes passieren. Die sind beide vom Grundton her ja so weiß an weiß-grau angelegt, aber ja, wenn wir jetzt das hier mutieren und pink machen zum Beispiel, dann werden die Nachkommen wahrscheinlich, je nachdem, ob das jetzt nur rezessiv ist oder dominant oder was auch immer. Wir würden auf jeden Fall Auswirkungen wahrscheinlich sehen können. So, jetzt wachsen die hier vor sich hin. Wir generieren immer mehr Basen, das freut mich. Wir werden natürlich auch größer mit der Zeit. Oh, unser Eichenbaum hat sich hier einfach mal verbreitet, ausgeweitet, hat seine Populationsdichte erhöht und das freut mich, denn wir mussten nichts dafür ausgeben und alles, was kostenlos ist, freut uns natürlich umso mehr hier in diesem sporadisch angehauchten Geld, was wir hier haben. Ach, guck an. Gift of Love. Die haben sie verpaart. So, wir haben die Population des Grases erhöht, das freut mich. Wir haben auch diese drei Schafe jetzt hier mit einer Satisfaction über 75%. Und wir haben jetzt einen Birken. Eine Birke. Soweit ich weiß, ist eine Birke eigentlich auch eine Pionierart. Eigentlich vor der Eiche, glaube ich sogar. Also auf jeden Fall weiß ich, Birke hat was mit Pionierart zu tun. So. Aber das ist ja auch egal. Wir sind sowieso eh noch in der Anfangsphase. Gut, jetzt haben wir auch eine gewisse heterotrophe Subversion dabei. Aber ich würde mal sagen, das ist auch kein Problem. Wo bauen wir den denn mal hin? Ich würde den eigentlich nicht gern hier reinballern, weil ich glaube, die konkurrieren sich ein bisschen aus. Das würde ich zumindest mal vermuten. Na, so zum Beispiel eben so eine Übergangsmatrix gibt. Das ist so ein Modell in der Ökologie. Da betrachtet man sich zum Beispiel jetzt dieses Individuum bei so einer Übergangsmatrix und guckt sich das gleiche, die gleiche Stelle nochmal in 50 Jahren an. Da kann man sagen, mit wie viel Prozent steht dann immer noch so eine Eiche herum? Oder ist da was anderes gewachsen? Bei Birken ist es tatsächlich so, dass wenn da eine Birke steht, in 50 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, nur so bei 5 oder 10% oder sowas, dass da immer noch eine Birke steht. Ja, salopp gesagt, am Ende haben wir überall Buchen rumstehen. Denn Buchen sind ziemlich konkurrenzstark.
guten alten Buchen. Bei uns käme ja auch natürlicherweise sehr viel Buchen vor und kommen ja auch tatsächlich sehr häufig bei uns vor. So. Ach, ich freue mich, dass sich die Schafe hier so gut entwickelt haben. Sie wachsen und gedeihen. Und wir müssen, wie gesagt, kein Geld ausgeben. Das ist das Wichtigste für uns hier. So, aber ich würde sagen, das ist ein bisschen lame, wenn wir jetzt dort eine Population haben. Können wir denn das Gebiet hier hinten vielleicht noch besiedeln? Würde mich zumindest freuen, wenn das geht. So, dann machen wir hier ein bisschen... Beschleunigen das wieder. Und wir sehen, das wächst. Formidabel. So, ich glaube, das reicht sogar schon, dass wir hier die Daisies reinballern können. Und da würde ich ja auch noch Schafe anpflanzen, sozusagen. Aber das passt hier tatsächlich nicht ganz so gut, die Daisy. Hier passt sie besser. Ja, gut, das wird erst noch. Sehe ich schon, das wird noch. Die können wir trotzdem ja schon reinballern. Das ist okay. So, hier mal noch. Meine Hoffnung ist ja, dass die vielleicht so, ne, Patch übergreifen. Also auch das ist wieder Ökologie vom Feinsten. Diese unbelebte Welt hier wären dann im Prinzip die Matrix, würde man das bezeichnen. Und diese Dinger hier, diese kleinen Vorkommen mit, ja, Populationen, eben von diesem Gras oder eben unseren Daisies, das wäre ein Patch. Patch ist eigentlich alles, wo man sozusagen eine klare Linie drum ziehen kann. Ja, und von hier oben betrachtet kann man das auf jeden Fall. Kann man hier eine klare Linie ziehen. Dort, hier hinten vielleicht noch. Ach, ist das schön. So. Da bringe ich euch hoffentlich gleich ein bisschen Ökologie näher. Mit so einem coolen Spiel hier. Ich finde es auch cool mit diesen Reflexionen. Ist sehr hübsch gemacht. Wie sieht es denn hier hinten aus? Gut, aber nicht perfekt. Was wollte ich denn eigentlich ursprünglich sagen mit meiner, wo ich ja angefangen habe zu quasseln und vergessen habe, wo ich eigentlich hin wollte? Ja, jedenfalls, dass sie eben, ne, sich eben über die Patches hinweg verbreiten. Also wenn ich jetzt hier, sage ich mal, könnte man auch jetzt schon wieder Ökologiebegriffe verwenden, wenn ich hier sozusagen so eine Art Korridor schaffe. Das ist natürlich jetzt für Tiere wesentlich wichtiger. Das ist so eine Art Verknüpfung zwischen zwei Patches. Wir hätten hier ein Patch und hier. Und ein Korridor ist sozusagen, ja, halt ein Weg, eine Brücke, die das Durchqueren erleichtert. Na, also wenn jetzt hier eine Daisy wäre, wo meine Mauszeige ist hier, und hier will sie hin, dann könnte sie das nicht, einfach weil das hier, das würde ihr Habitat nicht entsprechen, diese Lücke hier, weil hier, wir haben ja gesehen, das Spiel sagt, auf solchen, ja, kargen Flächen kann die nicht wachsen. Und ich hoffe, dass wenn wir jetzt hier so eine Brücke schaffen, dass sie sozusagen diese Brücke nutzt und sich hier als, ja, Korridor-Dweller, würde man wohl meinen, also so kriechen sozusagen über diesen Korridor hinweg, nämlich pro Generation. Also die Eltern Generation erzeugt Nachkommen, diese Nachkommen wären dann zum Beispiel, wo der Mauszeiger ist, die erzeugen wieder Nachkommen und würden dann vielleicht hier wachsen und die erzeugen wieder Nachkommen, würden dann hier wachsen. Ja, dann könnten die sich ja so durchschlängeln. Aber hier haben wir ja tatsächlich schon Daisies. Bloß hier haben wir sie noch nicht. Die sind erst noch hier. Da hoffe ich, dass es eben wenigstens hier auf dem Wege passiert. Denn ich weiß nicht, habe ich in dem Spiel noch gar nicht so beobachtet, ob die so einen Verbreitungsstopp haben, sag ich mal. Dass sie also nur so eine gewisse Spannweite haben, wo die wachsen. Naja, wir werden es rausfinden. Wie sieht es denn jetzt hier aus mit Schafen? Können wir da schon eins hinballern? Das ist noch nicht perfekt. Können wir vielleicht eine Birke. Die Birke passt hier gut hin. Ich finde, das sieht hübsch aus. So, was haben wir denn jetzt eigentlich hier mit diesem Stein? Der hat ja hoffentlich keine Habitatansprüche. Denn doch wird es mich wundern. Ja, wobei, ich meine, man weiß es nicht, ne? Steine, wir haben sie ja noch nicht gefragt. Vielleicht, ne, man muss die Steine einfach nur mal zu Wort kommen lassen. Hier macht sich ein Stein gut. Wächst der jetzt? Ich hoffe nicht. Das wäre zumindest nicht... ich könnte es mir nicht erklären. Hier können wir auch noch einen Steine ballern. So, die Steine sind ja ziemlich hübsch und gut. Aber was auch gut ist, ist, dass wir diese Folge erstmal beenden. Und ihr euch hoffentlich
einen schönen Tag macht. Das ist noch wesentlich besser, als die Folge zu beenden. Ich hoffe, das Video hat euch bis hierhin gefallen. Ich denke, ein, zwei Folgen werde ich noch aufnehmen. Und ja, wenn euch das Spiel gefällt, wie gesagt, das ist ein sehr kleiner Entwickler und Entwicklerin. Ich habe jetzt leider vorher gar nicht geguckt, aber so krass bekannt ist es wahrscheinlich nicht. Na, wenn ihr das, also wenn es euch gefällt und ihr das Original kauft, freut sich natürlich der Entwickler. Ich bekomme dafür übrigens kein Geld. So. Also, wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut!